gehen wir mal rein. Instant Health, ein Level. Das könnten wir uns vielleicht mal zu Genüge tun. Ja. Rostkobelkaninchen. Rostkobelkaninchen. Hä, ist hier... Ich hab... Ist das hier nur ein Stockwerk? Tatsache. Ich kaufe mir mal so ein Instant Health. Tretet zurück, damit eure Level nicht abgezogen werden, Wetterkuchen. Das sind Wurftränke, ne? Ich kaufe mal zwei. Ja, nu. Ah, hier ist ein... Ich hab Level abgezogen bekommen. Ja, und ich hab nichts bekommen. Hast du einen Trank bekommen? Nein. Aber ich stand hier im Türrahmen. Wura, hier ist ein nach unten Portal übrigens. Ja, komm, das ist nach unten Portal. Ja, super, direkt hier vorm Spawner. Ja, komm, wir gehen jetzt mal hier über die Dingens. Ja. Weil da hinten sind noch mehr Gebäude. Das ist bestimmt das fucking Museum. Museum, da ist bestimmt noch ein Rätsel. Was war das? Die Hexe, die hat auch eine Disc, ne? Ja. Das heißt, im Museum ist vielleicht noch eine und dann halt die Hexe. Jawohl, und dann müssen wir da, wo der komische Strahl emporsteigt, wieder hin, ne? Rätsel 6. Im Observatorium kannst du dir das Fernrohr eine Lampe sehen. Was? Kannst du durch das Fernrohr eine Lampe sehen? Du kannst dir per Knopf die drei Zahlen als Morsezeichen in der Lampe anzeigen lassen. Gib die drei Zahlen in der Bibliothek als Code ein. Da fuck. Ah, wir gucken jetzt erstmal durchs Fernrohr. Warte, hier ist ein Weg mit zu einer Truhe. Ja. Frederiks Fee. Oh, ich habe eine weggeworfen. Und hier geht's noch weiter. Ja, hier geht's noch weiter. Da fuck. Hier ist noch so ein Pornosee. Pornosee. Das schreit hier alles nach Geheimkisten. Da hinten ist sogar noch eine Kiste. Pornosee. Geh mal zu der Kiste. Pornosee. Drei verdammte Federn. Oh, und hier ist... Weißt du was? Da kommt man hierher und kriegt nur drei verdammte Federn. Hier sind wohl so die ausgestorben. Ah, hier ist noch ein Mob-Spawner. Hello! Au! Let me in Frieden! Hello, everybody! Ah, hier ist ein geheime Kiste. Hier oben ist eine Truhe. Mit Federn. Das ist die hier oben. Ich hab eine wasserfeste Fackel. Ich hab Hass irgendwas gelesen. Ich hab hier oben auch noch eine gefunden. Hier oben drauf. Dammit, wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Ist da nicht irgendwo ein Wasserfall? Ja, ich muss wieder zurück. Hier sind übrigens sehr viele Wasserfehler in dem Ding. Ja. Muss man bestimmt einmal abtauchen und fix a word da eingeben. Ich muss mal kurz einen Schnitzel phrasen. Habe ich nur irgendwie was Kleines? So ein Keks? Jo. So, ich brauche aber jetzt endlich mal so eine blöde End-Chest. Ja, geh schon mal rein. Ich guck mal kurz nochmal hier oben aufs Dach. In welchem Code muss man das eingeben? In deinem oder in meinem? Man aber ist ja auch wurscht. Man sieht, in der Bibliothek ist wohl irgendwas zum Code eingeben. Wir gehen einfach mal rein. Das wird sich schon alles klären. Ah, hier ist eine Bibliothek. Ach so, okay. Mhm. Ja, komm, wir gehen mal kurz in die Bibliothek. Wo alle Bücher hier diese Leiter hochgeschleppt werden müssen. Genau. Da geht eine Treppe hoch. Bibliothek. Bibliothek. Ach ja, so. Hier ist eine... Nacht machen. Ja, komm. Dann ist auch wieder Tag, wenn wir fertig gepennt haben. Und, dann sind die Mob-Spawn-Raten auch wieder gering. Garing. Hier geht's hoch. Planetenmodell. Da fuck! Wow. Moment, hier ist eine Ender-Chest. Ich muss mal kurz meinen ganzen Shit... Meine Ender-Chest ist übrigens gleich voll. Ja, warte. Meine Ender-Chest ist voll. Ah, hier ist übrigens das Code-Schloss. Ja. Warte. Wo ist denn das Ender? Gib mir mal aus deiner Ender-Chest die ganzen... legendären Gegenstände. Da. Ich hab noch vier. Da. Du musst einsammeln. Ja. Q.
Kuchen der Weisheit, Sonnendisk. Haben wir nur zwei Disks bis jetzt? Ach nee. Oh nein. Glänzendes Gold, epischer Bogen, Weinschorle. Ich muss gerade mal gucken, warte. Frederiks Federn können hier wieder rein. Warte, ich gebe dir nochmal meine Federn gleich. War's das? Nee, warte. Anweisungen. Wasserfeste Fackel. Ansonsten suchen wir uns nachher mal ausgesuchte Truhen auf, aus. So, pack du die mal bei dir alle rein. Okay, hier ist das Ding. Adlerschwinge. Das Ding, Moment, Junge. Moment. Hier hast du noch meine Federn. Okay, ich habe hier noch 6 XP-Flaschen. Wie viel hast du noch? Ich habe alle meine gerade verbraten. Dann verbrate ich jetzt meine auch. Also wir müssen auf jeden Fall vorher noch was kaufen gehen, sonst macht's keinen Spaß. Okay. Achso, hier ist das Planetenmodell. Die Erdscheibe. Die Sonne. Da ist Frodo, der Planet Frodo. Ah, hier sind Knöpfe übrigens. Ich drück mal ein. Ah nee. Ah nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, das sind die. Hast du das gemacht? Nein, das war dein Knopfdruck. Okay. Und der Holzknopf? Den habe ich gedrückt. No! Oh. Du hast mich fast erwürgt. Ich habe den Steinknopf am nächsten an der Tür noch nicht gedrückt. Ach so. Interessant. Hell yeah. Okay. Jetzt geht's hier noch irgendwo hoch. Habe ich mir sagen lassen. Hier vorne. Und das geht noch höher, also gehe ich erstmal hier lang. Hier sind. Verdammt! So. Ah, warte, hier, sie sind für dich. So. Okay, hier ist ein super nützlicher Balkon. Es geht aber noch höher. Ah, gut. Hier ist noch eine Truhe mit Federn. Hier geht's noch hin? Bob. Ah, hier ist Bob. Guck mal, hier ist Bob. Bob. Hallo Bob! Bob! Ist das hier das Observatorium? Eine leere Truhe. Frederiks Federn. Kuchen der, du weißt schon, Weisheit. Again. Was zur Hölle? Diese Pflanze hat einen eigenen Turm. Geil. Ich hoffe, das Observatorium ist jetzt ein extra Gebäude. Und hier geht's noch weiter hoch. Ein. Ah, nee, doch nicht. Okay. Verdammt, ich habe mich irgendwo eingesperrt. Ah, hier. So, dann gehen wir mal wieder runter. Der Innenhof war ja noch ein bisschen größer. Zurück zum Kreuz. Zur Kreuzung. Geht's da lang? Was für eine Kreuzung auch immer gemeint ist. Hier ist bestimmt eine Truhe, hier ist bestimmt eine Truhe, hier ist bestimmt eine. Keine Truhe. Hier ist noch irgendwie so ein Stück Leiterzeug. Kommt man bestimmt noch anders hoch. Und hier geht's hoffentlich zum Observatorium. Observatorium. Ja, freilich. Boah, hier wäre ich beinahe runtergedrescht. Gedüdelt. Gedidadüdelt. Da ist eine Tür. Oh, ich dachte, hier ist jetzt das perfekte Versteck für eine Truhe, aber nein, die haben sie nicht genutzt. Hä? Wo geht's denn hier weiter? Ach, hier ist eine Treppe. Ich weiß nicht, wo ich lang gegangen bin. Du bist hier runter. Oh, eine Truhe mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Enchantment Bottles. Ich glaube, ich bin in der Bibliothek jetzt. Obwohl hat der andere Eingang eher gesagt hat, dass es... Nee, das ist nicht die Bibliothek. Ja, aber das sieht mehr nach einer Bibliothek aus. Ah, warte, ich komme. Oh. So hell ist das für eine Architektur hier. Ist hier irgendwo eine Truhe?
Wie ein Fernrohr habe ich hier auch noch nicht gesehen. Hier ist ja, ich habe es gerade gefunden. Im anderen Raum. Kommst du? Hier ist Niax. Niax ist hier. Niax. Hier so voll der Nebenraum. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Ah, verdammt. Ich glaube, wir müssen hier wieder... Wir müssen wieder runterrennen. Ist irgendwo eine Treppe. Oh. Folge mir. Aber warte. Komm erstmal zu mir nochmal. Warte, ich muss dich bewerfen. Stell dich in irgendeine Ecke. Okay. Jetzt habe ich 21 Level. Hier ist ein Bücherregal im Nichts. Auf der Außen. Hier mussten wir hoch. Was war denn hier in diesem... Achso. Ich wollte gerade sagen, was in dem Gebäude ist. Ach du Scheiße. Warte. Ich guck mal erstmal. Okay, wir brauchen Sichtweite Fahr. Im Observatorium kannst du durch das Fernrohr eine Lampe sehen. Also mit normaler Sichtweite sieht man schon mal nix. Ja. Ich drück mal die Knöpfe, weil du hast hier schön die Kamera und sagst mir dann, was passiert. Du musst allerdings deine Sicht... Ja, ich mit meiner Ja, du bist Short ja, du bist ja stationär. Hat. Also du kannst ja danach wieder... Du musst mir dann sagen, was du siehst. Warte, ich lese noch mal kurz vor. Moment. Im Observatorium kannst du durch das Fernrohr eine Lampe sehen. Du kannst dir per Knopf die drei Zahlen als Morsezeichen in der Lampe anzeigen lassen. Also du drückst gleich am besten den Knopf von Zahl 1 und ich sag dir, was passiert. Ja. Und dann 2 und dann 3. Und dann gucken wir mal, wie wir das mit dieser Tafel da hinten kombinieren. Du siehst dann sowas wie lang, kurz, kurz oder kurz, lang, irgendwas. Ja, ja, wahrscheinlich. So, ich drücke jetzt so. Zahl 1. Ah, ist deine Sichtweite in Ordnung? Ja, ich sehe die Lampe. Okay, ich drücke Zahl 1. Passiert noch nix. Lang. 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 Aber für mich waren die alle gleich lang. Mach mal 2. Moment, geht lang, lang, lang überhaupt? Ja, das wäre eine 8. Zahl 2. Das dauert natürlich immer, bis der, Ja, das ist natürlich auch fair, kommt. Weil Leute, lang, die das... Lang, kurz, lang. Okay. Lang, kurz. Das ist ein cooles Rätsel. Also das ist jetzt nicht... Also eben, es klang schwerer im Buch, als wenn man es jetzt einfach macht. Okay, Zahl 3. Ich habe übrigens noch einen Notizblock vor mir, damit ich mir das auch nicht so merken muss. Ich habe es auch aufgeschrieben. Lang. Ja. Lang. Kommt da noch was? Ich glaube, entweder habe ich geblinzelt oder es kamen nur 2 Blinker. Okay, ich drück nochmal. Ja. Warum gibt es in der Höhle ein Observatorium? Ich weiß es nicht. Ach, kurz. Kurz am Anfang habe ich verpennt. Also kurz, kurz lang, lang. So, nochmal eben kurz. Das ist natürlich, geht natürlich auch um die Spielzeit, aber ich möchte mich auch mal eben kurz nochmal vergewissern. Damit wir es auch hundertprozentig haben. Nein, wir gucken jetzt. Warte, ich schreibe mal kurz auf. Lang, lang, lang war 8, ne? Lang, lang, lang ist 8. 8? Was ist lang, kurz, lang? Lang, kurz, lang ist 2. Ah, da oben 2. Und kurz, lang, lang ist 4. Ist 4. Ja. Komm, wir gucken jetzt einfach. Ich irre mich nie. Niemals! Ja, hier kommen, lass die kurze Strecke nehmen. Jumpstyle. Au. Ich find's ein bisschen komisch, dass die Bibliothek
Nachdem man jetzt hier so eine breite Leiter hochgegangen ist, ganz normal hier Treppenhäuser hat. Also das ist noch so ein bisschen von der Architektur immer so ein bisschen komisch. Aber so sind sie halt, die Wintershelmer. So. 824. Machst du das? Moment, Moment. Ich muss mal wieder was phrasen. Nehme ich mir mal hier so ein. Ring. 824, okay. 8. 2. 4. Okay, da ist die Disk, die himmlische Disk, oder die himmlische Disk, ein Wort wieder, himmlische Disk. Nach, oh, Schluck auf, Nachrät, ah, ich kann es zum Glück gleich direkt in die Ender Chest packen. Oha, Stuart Gomery ist euch dicht auf den Fersen, er hat die letzte Disk in seinem Büro im Rathaus versteckt. Ja, das haben wir ja schon, beeilt euch, bevor er die Disk zerstört und der Baum des Lebens nicht mehr zu retten ist. Aber das ist, ich würde es vielleicht noch so ein bisschen... Ein Tipp an die Wintershelmer, die sich, die jetzt hier das gemacht haben. Diese ganzen Nachrätsel XY-Bücher, die klingen, dadurch, dass man das hier alles so frei begehen kann, macht es nicht viel Sinn, das so zu machen. Dass es so klingt, als müsste man es in der Reihenfolge machen. Hast du alles raus? Da würde ich einfach nur sagen, toll gemacht, okay. Und mal gucken, ob das nächste. Ich habe auch nur noch 3 freie Plätze in meiner Ender Chest. Ja, warte mal, ich pack mal hier Scheiße rum. Gib mir halt die Disk, die da drin war, oder hab ich die jetzt? Ah, ich hab hier noch ein Stückchen Kohle und die Disk. Hier ist noch das Stückchen Kohle. Ja. Okay, jetzt habe ich nur noch einen freien Platz. Ja, ansonsten kann ich ja wieder was reinpacken. So, jetzt haben wir nur noch ein Rätsel offen und das scheint bei der Hexe gewesen zu sein. Das heißt, ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal zum Markt und kaufen uns ein bisschen Shit. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieses eine, wo wir uns den Trank beim Schamanen geholt haben, dass das wohl nix war. So, wir müssen jetzt runter. Hier, nein, falscher Weg. Falscher Weg. Ah ja, hier.